Ich habe ja ein Video aufgezeichnet, das heißt die Diktatur des anderen. Und zeigt euch meine Erfahrung, wie ich mit dieser Welt umgehe gerade. Also was mich am Leben erhält, was mich rettet, was mich jeden Tag wieder balanciert und was mir die Möglichkeit gibt, auch vielen anderen Menschen zu helfen mit diesen sehr eigenartigen Veränderungen, die hier stattfinden und die keiner so richtig verstehen kann, die sich anfühlen wie eine Art von Massenpsychose. Und die das Leben vieler, vieler Menschen verändern, die sie abschneiden von der Angebundenheit, die sie in eine Art von Aggressivität, von Ladung führen, von Sinnlosigkeit führen und die sie am Ende auch zu Untertan macht. Und diese gesellschaftliche Veränderung greift um sich, die ist in sehr, sehr vielen Menschen schon angekommen und hat beginnt sich dort auszubreiten. Sie ist in sehr vielen Räumen, in sehr vielen Systemen, Gebäuden, Projekten und so weiter auch schon präsent, also im Grunde überall. Und was es benötigt, um nicht wie all die anderen darin zu ertrinken, ist, sich dessen bewusst zu werden, was da stattfindet und die Werkzeuge zu erlernen, wie man mit der Situation umgeht und wie man sich wieder rausholt, wenn man da reinrutscht oder wenn das andere sich beginnt, in euch auszubreiten, es zu erkennen und euch wieder davon zu befreien. Die Technik ist sehr einfach. Das sind ein paar Handbewegungen, kann ich euch zeigen. Viel mehr ist es gar nicht. Es sieht so einfach aus, aber diese Handbewegungen bewegen sich durch Bewusstseinsräume. Und ich konnte euch jetzt leider nicht zeigen, was sich in meinem inneren Auge an Bildern da gerade alles entwickelt hat. Und wo meine Hand sich gerade alles durchbewegt hat. Aber das zeige ich euch in dem Video. Ich führe euch durch Grafiken und entsprechende Zeichnungen in die entsprechenden Räume hinein, sodass die Handbewegungen, die ihr dann durchführt, sich auch durch Bewusstseinsräume bewegen können. Und dadurch ihr mit einfachen Handbewegungen in der Lage seid, erstens zu erkennen. Das ist schon das Erkennen. Das sind zwei kleine Bewegungen. Und dann eben, wie ich es euch gezeigt habe, auch aufzulösen und euch zu befreien oder andere zu befreien, wenn das andere in diesen Menschen sich beginnt auszubreiten und das eigene in ihnen zerstört, den Kern ihrer Seele zerstört und sie damit zur Untertan macht. So, viel Spaß bei dem Video. Wenn nötig, schaut es euch 2 bis 3 Mal an. Es ist ein tiefes Thema, das ist klar. Da ist eine Menge Forschung drin enthalten, eine Menge Beobachtung. Aber wie immer bei Elna Weiß, es geht darum, die Welt tief zu verstehen, um am Ende ganz einfache Werkzeuge zu erschaffen, um mit diesen einfachen Werkzeugen sich selber helfen zu können und anderen zu zeigen, wie sie sich helfen können. Und genau dafür gibt es dieses Video, die Diktatur des anderen. Gut, viel Spaß.